Zurück hier am Molteni-Herd bei Kate und Con hier am Forstamt und heute das Thema Surf and Turf bei Kate und Con. Ich zeige euch jetzt, was man dafür braucht. All das gibt es natürlich wie immer bei uns im Online-Shop und dann zeige ich euch, wie ich es mache. Auf geht's! Terra de Mare Olivenöl, bei uns neu aus Süditalien. Filet vom Atterochs, natürlich Mittelstück. Die legendäre Sojasauce, ihr kennt sie schon, Soja-Original, Soy and Soul bei uns bei Kate und Con. Unser Gold Selection Kaviar in der 50 Gramm Dose und einmal ein Beirat von dem legendären Atterochs. Ganz wenig in die Pfanne, einfach nur zum Anbraten vom Filet. Denkt immer dran, Pfanne muss richtig heiß sein, Vollgas geben. Wir braten nicht für Anfänger. Filet im Mittelstück vom Atterochs und Beirat etwas durchzogener. Und beides verwenden wir heute und einfach direkt in die Pfanne legen auf Olivenöl. Ich lege das immer so, damit das Fett hier noch schön anschmilzt. Und einmal hier unser Filet Mittelstück vom Atterochs direkt daneben. Das Ganze scharf anbraten auf jeder Seite und auch das Filet richtig schön scharf anbraten. Ihr seht hier schon wieder, wie unsere allseits bekannte Konsti-Kruste, die wir immer brauchen, wir brauchen immer die Kruste beim Steak, entsteht. Ja, das Ganze Beirat und Filet. Das Filet werde ich natürlich etwas früher rausnehmen, hier drauflegen und dann ab in den Salamander einfach nur warm halten und die Beirat braucht ein bisschen länger. Beim Kate & Con Surf and Turf verwende ich übrigens kein Salz und kein Pfeffer beim Anbraten, würde nur die Surf-Komponente, unser Kate & Con Gold Selection Kaviar, stören. So, jetzt drehen wir einmal die Beirat um. Ihr seht hier wunderbar wieder die legendäre Kruste, ganz wichtig. Unser Filet drehen wir auch nochmal um. So, und dann legen wir das Filet jetzt einmal hier zur Seite und parken das Ganze für ein paar Minuten hier bei uns im Salamander. Übrigens ein geniales Gerät, Hitze kommt von oben und parkt das Ganze, während wir hier unsere Beirat fertig machen. So. Während mein Atterochs hier noch ein bisschen brutzelt, habe ich mir schon mal die Gold Selection aufgemacht. Schaut euch das an, jedes Korn schöner als das andere. Das ist, was unsere Gold Selection Schrenki Daurikas Beluga Ossietra ausmacht, eben dieses wunderbare, feine, große Korn. So, hier bereite ich unsere Surf und Turf Platte vor. Das Ganze, wie ich es euch hier zeige, ist für zwei. Und jetzt sind wir auch schon bereit, unseren Atterochs aus der Pfanne zu holen. Filet muss natürlich innen schon warm sein, aber ich mag es vor allem bei der Fleischqualität, Sashimi-Style, also nicht durchgebraten, sondern schöne Kruste außen und innen eben noch wunderbar blutig. Das Ganze dann möglichst in dünne Scheiben schneiden, so damit wir hier wunderbar auf unsere Surf- und Turf-Platte legen können. So, als zweites hole ich meine Atterochs Beirat raus und mache das gleiche hier auch nochmal. Dünne Scheiben, gleiches Prinzip, krosse Kruste, innen schön blutig und nicht durchgebraten. Die Surf und Turf Platte von Kate & Con Filet, Beirat vom Atterochs und was natürlich nicht fehlen darf, ist die Surf-Komponente und das Ganze sieht dann eben so aus. Hier entstehen die wunderbaren kleinen Schiffchen. Fertig ist sie. Surf- und Turf-Platte bei Kate & Con. Natürlich wie immer alle Einzelkomponenten im Online-Shop. Mich gibt es leider noch nicht im Online-Shop, vielleicht auch bald. Link in Bio, schaut vorbei und lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal bei uns in der Molteni-Küche.